Ja, also, ne? Jedenfalls Karinor, Karinor. Wo ist denn der 14. Becher mit dem Boranwein? Also wirklich, was ist das denn hier für eine Veranstaltung? Ey, beruhigt seid, es ist verboten. Der 14. Becher? Mit dem Boranwein. Wieso das denn? Weil die... Verzammt. Die Leute hier mögen Drogen nicht so gerne. Wieso das denn nicht? Die sind verboten. Wieso das denn? Weil es die Bauern faul und sesshaft macht. Und das kann man nicht haben. Aha. Klar. Euch fehlt die Peitsche. Seltsame ich hab sie direkt hier. Moment. Oh, die liegt zu Hause. Naja, okay. Das war ja ganz nett. Trinkt der Hochkönig mit? Schafft er das auch? Ja, der Hochkönig trinkt mit. Ich habe gerade mal für ihn gewürfelt. Das wird beim Trinken ein Q7 sein. Und ja, also der macht mit und der hat Spaß. Ich würfel gerade nochmal eine zweite exemplarisch. Ja, der säuft da ganz der, krass. Der säuft mit. Der trinkt seit 200 Jahren unter den Mittelreichern. Und dem geht's gut. Das zwergische Sprichwort, der säuft Steine aus der Erde. So, warum sind wir jetzt eigentlich hier? Also außer uns zu besaufen. Ich meine, das haben wir jetzt erledigt, aber machen wir sonst hier noch irgendwas anderes? Natürlich, wir wollen schließlich den hohen Herrn unsere Aufwartungen machen. Glaube ich will jetzt tanzen gehen. Ravim, wir müssen was zu tanzen suchen. Tanzen? Immer, Jalan. Begleitet mich doch einmal ganz kurz. Oh, was? Natürlich, aber natürlich. Gehen wir doch. Da sieht gut aus. Ja, dann nehme ich die beiden mit und nehme auch den Kelch mit. Und ich würde gerne eine Trilogie sprechen. Ja, tu das. Das dauert natürlich eine Spielrunde. Aber ich spreche die Reichung des Amethysten. Ich nehme diesen Weinkelch und nehme meinen Amethysten und lege ihn in den Kelch hinein. Und dann fange ich ein kurzes Gebet an, bei dem ich die beiden vor mich setze. Warum schmeißt ihr den Stein in den Kelch? Oh, ihr werdet es gleich sehen. Es bringt sehr viel Spaß. Ein kleines Trinkspiel, das ich selbst entwickelt habe. Raya, ich bitte dich um Klarheit. Wir brauchen Einsicht. Wir brauchen Ruhe und Harmonie. Bitte segne diesen Kelch. Und danach reiche ich beiden einen nach dem anderen diesen Kelch. Na dann, Raya zum Wohl. Weg zu der Ork. Und weg das Teil. Aber wenn du den Kelch eckst, dann ist nichts mehr da für Ömer. Oh. Da trinkt Ömer halt so, ja, das ist nicht so wichtig. Ja, Ömer trinkt dann die andere Hälfte, Raya zum Wohl. Sagt er noch und trinkt dann. What? Ich hoffe, ihr beide seid jetzt wieder bei klarem Verstand. Ihr werdet ihn nämlich noch brauchen. OT, die Liturgie neutralisiert alle Rauschzustände. Die Wirkung von Rauschmitteln wird vollständig aufgehoben. Würfelst du die Probe nochmal? Selbstverständlich tue ich das. Das ist was für ein Grad? Eins. Eins. Ich kann nur eins sagen gerade. Ich kann auch zweier gerade. Ist das für dich? Ich könnte die auch auf zwei machen. Ist das für dich eine Null? Nee, das sind nur die. Deine erste Reihe Liturgie. Der Harmoniesegen ist null für ihn. Genau, richtig. Ja. Sollte gelungen sein. Eins ist das Schwert um drei oder gar nicht erschwert? Eins ist gar nicht erschwert. Gar nicht. Gut. Und kostet mich 5 Kamalenergie. Ja, das ist sehr sinnvoll. Ich denke, das sollte nicht reichen, um mich wirklich zu entrücken. Das entrückt dich für einen Punkt Erleichterung. Gut. Derweil kann Isarun und Abelmir, die dann so ein bisschen entsetzt abgetreten sind, können dann erkennen, dass wohl Danos von Luring gemeinsam mit unter anderem auch sein Knappe, der angetreten ist, wird da wohl von einigen Rittern beglückwünscht. Ja, also viele Leute, die ihr dann gesehen habt, auch Hagerobald Gunfin vom Großen Fluss ist da, Leomar gratuliert ihm, also die hohen Herrschaften. Es gibt da wohl irgendwie was zu feiern. Kann man raushören, wofür die ihm gratulieren? Der Schwarze Ritter wurde wohl disqualifiziert und damit ist Danos von Luring der Lanzengang-Sieger. Ja.
Ja, dann geselle ich mich mal zu denen und beglückwünsche Danos von Lurin. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid ein viel würdigerer Sieger natürlich. Ich freue mich. Oh, Fräulein von Schwosen. Danke, danke. Schüttelt ihr dann auch die Hand. Hat mich ein bisschen überrascht. Auch ich konnte natürlich gegen ihn wenig Stiche setzen, aber gegen so gehärtetes schwarzes Metall. Hab schon gehört, dass das was Besonderes sein soll. Leo hat wohl Rücksprache mit den Bandstrahlern und der Inquisition gestellt und der schwarze Ritter bleibt jetzt wohl weg. Tatsache. Das ist erfreulich. Ja, ich weiß nicht genau, worum es da geht, aber Ludolf von Wertling wurde zumindest abbestellt. Der ist jetzt wohl auch irgendwo beim Bandstrahlerturm und wird vernommen. Schade, dass er nicht hier ist. Ich mag den Marschall. Durchaus, ja. Naja, und jetzt zumindest Melvin ist jetzt wohl, glaube ich, auch nicht hier. Also der Hofmagier, ich glaube, der Magister Störreband nennt ihn. Aber Melvin. Melvin ist auch gerade nicht da und ist gemeinsam mit Ludolf ist er dann gegangen. Vor kurzem erst. Ja, ich glaube, Ludolf war natürlich an der Seite von Rohaya und von Ema, wie es immer ist. Reichstreuer Hund. Naja, und dann wurde er irgendwann abgestellt. Melvin kam rein und sagte, er möchte irgendwas mit Ludolf besprechen. Und dann haben sie, er war auch noch im Festtagsanzug und dort sind sie gemeinsam gegangen. Irgendwie wohl in Richtung Süden. War vor einer Stunde oder so. Muss ja schon was Dringliches sein, wenn man einfach so hier vom Ball abbestellt wird. Ja, er hat ihn auch in seiner Funktion als Ludolf bestellt und nicht in seiner Funktion als Marschall. Sonst müsste man ja den Reichserzmarschall, also Leomar oder so, mitnehmen. Keine Ahnung, was das sollte. Und, Leomar als, Herrmeister ist ja egal, aber als Turniermarschall wurde auch nicht mitgenommen. Der konnte weiter hier bleiben. Das klingt ja fast so, als ob es eine persönliche Angelegenheit wäre. Ja, da kann ich nichts zu sagen. Persönlich? Naja, nicht in der Funktion bestellt und, normalerweise hat er mit dem Hofmagier Melvin ja auch nicht so viel zu tun. Eigentlich nicht, aber Ludolf hat keine Familie oder so. Alle tot. Na, er wird schon wissen, was er da tut. Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ich jetzt zumindest den ersten Sieg verbuchen konnte, auch wenn... Muss dann natürlich meine Paradedisziplin sein. Schauen wir mal, wie ich beim Burot abschneide, aber... Immerhin den Lanzengang habe ich gewonnen. Immerhin diesen, genau. So, ich muss noch ein bisschen mit Barnheim quatschen und ihm das unter die Nase reiben. Dann schönen Abend noch. Gleichfalls, danke. Ja, ich schaue mich mal um, ob irgendwer von unserer Truppe so in Sichtweite Habe ist. Mir, der stand auch neben dir. Der hat auch das peinlich berührte Gesicht verzogen. Was ist nun hier wieder los? Was geht hier schon wieder vor dem Hof? Könnt ihr euch irgendwas? Einen Reim drauf machen? Naja, irgendwas mit dem schwarzen Ritter wird das wohl sein. Sagt mal, erläutert mir nochmal den Grund, warum ihr nach Yol'Gorm abgeschickt wurdet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch das erzählen darf oder sollte. Bist du inzwischen vereinigt worden von irgendjemand? Weiß ich gar nicht. Nö. Dann nicht. Nun, wie es scheint, wurde meine Hilfe in der magischen Expertise gebraucht. Sie fanden wohl kurzfristig keinen anderen Magier. Deswegen, ich begleite diese Gruppe schon längere Zeit und darf mich einen Freund von Jarlan Greifmund nennen. Dies war wohl ausschlaggebend. Aber mir? Ja? War ich es schon klar, dass ich damals das Protokoll geführt habe? Nun ja. Dann, warum fragt ihr dann? Ich wollte es noch gern mal von euch hören. Vielleicht habe ich eine total bescheuerte Idee. Erläutert sie doch, dann kann ich sagen, ob sie etwas töricht ist, diese Idee.
Na, ihr wurdet von Luda von Werdingen aus persönlichen Gründen dorthin geschickt, mehr oder weniger. Nun ja, nicht ich persönlich, Jalan wurde beauftragt und wir entschieden uns, Jalan zu begleiten, damit er keine Dummheiten anstellt. Das ist ein löbliches Ansinnen, natürlich. Nichtsdestotrotz, wer könnte wohl der Schwarze Ritter sein? Vielleicht ein dämonisches Konstrukt? Wer weiß, was die sich in diesen schwarzen Landen ausdenken. Nein, ich meine, ich vermute mal einfach, dass Ludolf von Werdingen zur Identifikation geschickt wurde. Und vielleicht ein alter Bekannter? Er war schließlich auch in der Armee und bei Hofe. Ich meine sogar, er war ein persönlicher Adjutant des Damien, Prinzregenten. Ja, das steht nicht zur Debatte. Ein Knappe, um genau zu sein. Aber wo kommt ihr denn auf einmal her? Wir waren mit Karinor da hinten. Karinor, was haben wir getan? Uns um ein Problem gekümmert. Sagt er. Nun, Jalan, wie geht's euch? Ich hoffe, dieser Trank ist euch gut bekommen. Allerbestens. Ich habe mich nie besser gefühlt. Nun, selten zumindest. Aber warum reden wir von Ludolf? Dieser Run beobachtete, dass Ludolf von Wertling in Begleitung des zweiten Hofmagiers... Was? Das stimmt doch gar nicht. Nicht? Nein, ich habe mich mit dem Ritterkönig unterhalten, der diese Beobachtung gemacht hatte. Oh, entschuldigt. Aber Magister Melvin hat wohl vor etwa einer Stunde Ludolf von Werdingen gebeten, mitzugehen. Die sind wohl in Richtung Bahnstrahlerturm aufgebrochen. Geht es um den Schwarzen Ritter? Es geht um den Schwarzen Ritter anscheinend. Dieser soll wohl von der Inquisition weiter festgehalten werden. Das ist auch richtig so. Und vielleicht haben sie Informationen über seinen Vater aus ihm rausgequetscht. Wir konnten in Jolgomag ja leider nicht viel mehr in Erfahrung bringen, als dass er ein dreckiger Verräter ist. Ich schau mich mal betreten um. Verzeiht. Wüsste nicht, bei wem ihr euch entschuldigen wollt. Oder für was. Nun, man muss es ja... Ist die Wahrheit. Man muss ja trotzdem nicht so laut herausposaunen, dass der gute Marschall sich wohl an seinen Vater geirrt hat damals. Nun, es sind unsere Väter, unsere eigene Familie, die uns blind machen für die Wahrheit. Weiß man denn nun schon, wer der Schwarze Ritter ist? Ich meine, ich will nicht sagen, es könnten drei Gräulmänner in einem Anzug sein, aber es wäre ihnen nicht fremd. Was? Dann hättet ihr sie auch bestimmt schon getötet, oder? Nun, vielleicht haben sie die Schwachstellen in dem letzten seltsamen Anzug, den sie hatten, korrigiert. Ich blicke Abel mir an. Will ich wissen, was passiert ist? Nein, ihr wollt das nicht wissen. Gut. Es war kein glorreicher Auftritt von unserem Freund Ritter. Die Gräuber haben es verdient. Tut nicht so, als wäre es nicht so. Sie waren euch dermaßen unterlegen. Sie sind eine gierige Landplage und gehören ausgerottet, genauso wie die Goblins. Nur mit weniger Haaren. Nun ja, eure Vorlieben für kleinere Gegner ist ja bekannt, aber lassen wir das. Harmonie. Natürlich, Harmonie. Sind ja auf ihrer Majestät der Reichsbehüterin fest und wollen keinen Streit auslösen. Wohl wahr. Vielleicht solltet ihr etwas Wasser trinken. Ich denke, getrunken hat er genug. Vermutlich. Ich hoffe doch, dass es den Rest des Abends keine kritischen Momente mehr geben wird. Wir sollten allerdings, wenn wir schon dabei sind, ein paar informelle Einladungen aussprechen. Ihr wisst schon so mal im Voraus. Und uns auf die Suche nach einem Schirmherren machen. Wie ist es eigentlich? Kann auch jeder von uns eine Plus 1 mitbringen? Nun, ich hoffe doch. Ich meine jetzt wegen der Planung. Aber mir erinnert mich nochmal, wir haben 70 Essen, richtig? Genau. Und wie viele Gäste auf der Liste? 50? Bis jetzt meines Wissens etwa 30. Nun, dann ist das doch schon mal geklärt. Aber vielleicht kann man ja
ein oder zwei Essen nachbestellen. Ich müsste mich morgen mal erkundigen, was das kosten wird. Ich denke, ich sollte euch begleiten. Vielleicht könnte man über den Preis reden. Ich denke nicht, dass ihr verhandelt habt, oder? Ich verhandle nie. Das ist das Seelander. Das ist keine einfache Bude am Straßenrand, wo man das Essen in die Hand, von der Hand in den Mund isst. Das ist deswegen das Seelander. Also werden wir so, wie nennt man das so schön, abgezockt. Ausgeraubt eher. Nun ja, wir werden morgen sehen. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, Prinzessin Ohaya einzuladen. Und ich hoffe es auch sehr, aber müsst ihr wohl überzeugen. Einen günstigen Moment abpassen. Nun, ich denke, wir haben hier die Gelegenheit, mit ihr zu reden. Ich habe bereits das Wort einmal an den werten Paligan gerichtet. Sag gut, Isarun, beherrscht ihr den Kantus des Attributo? Natürlich. Wie wär's, wenn wir uns gegenseitig etwas, nun ja, magisch unterstützen? Müsst ihr euch diese Falschheit denn wirklich geben? Reichen eure eigenen Fähigkeiten denn nicht aus, um die werte Königin zu überzeugen? Ich weiß nicht, was ihr meint mit Falschheit. Es ist eine Gabe der Hellsinde. Die würde ich doch wohl anwenden. Verändert euch doch trotzdem mit Hilfe der Magie. In der Göttersinne, natürlich. Und könnt ihr dann aber wirklich noch sagen, dass es wirklich ihr seid und dass nicht Mordas Frevel selbst sich in eure Person einwebt, während dieser Zauber wirkt? Mir scheint, ihr seid heute einmal zu oft bewusstlos geworden. Vielleicht scheint, dass wir uns in der Vergangenheit vielleicht zu oft solcher kleiner Tricks beholfen haben. Nicht wahr? Und ich starr ihn an. Ich starr dich mal direkt an. Warum schaut ihr so? Nun, ich hatte was im Auge. Habt ihr was im Auge? Warum sollte ich etwas im... Hört ihr mal auf mein Auge zu schauen? Was ist los? Ich meine Abelmirs Auge. Nein, mein Auge ist vollkommen okay. Aber, nun gut, lassen wir das. Schweigen wir über die Vergangenheit. Sie ist vergangen. Richtig. Und wir alle haben für unsere Vergangenheit hinreichend gebüßt. Aber erdreistet euch bitte nicht, über uns zu urteilen, wenn wir die Gabe, Mardas Gabe, benutzen. Ihr mögt vielleicht eine andere Ansicht über diese Gabe haben, aber das steht euch trotzdem nicht frei, andere zu verurteilen, wenn sie diese Gabe benutzen. Ich biete euch lediglich meinen Rat in der Sache an, Magister. Die Konsequenzen müsst ihr schließlich auch selbst tragen. Ich denke nicht, dass dies eine Diskussion ist, die wir hier führen sollten, und auch nicht jetzt. Wie immer haben wir recht. Wir haben Wichtigeres zu tun. Sehr richtig. Nun, dann gehen wir doch direkt einmal. Ich glaube, ich habe die Königin da hinten irgendwo gesehen. Alle miteinander? Wird das nicht irgendwie... Ich denke nicht. Wir halten einen höfisch gefälligen Abstand und... lassen Abelmir vorgehen. Oh nein. Sicherlich, dass wir Abelmir vorgehen lassen wollen. Nun, ich kann auch mit der Königin reden, wenn ihr möchtet. Aber warum geht ihr beide nicht, Kiharas und Yala? Ich denke, das ist besser. Nichts gegen euch, Abelmir, aber... als ihr der Kaiserin gegenüberstandet. Reichsbehüterin. Ist das ein Unterschied? Ich kann mich noch nicht so mit aus mit euren. Anreichlich wichtiger. Es gibt die Reichsbehüterin und ihre Tochter, Rohaya. Sie nennt sich Prinzessin des Mittelreichs bzw. Königin von Garizien. Schaut einmal, Abelmir. Dort hinten ist Prinz Storko. Wir können uns ja mit ihm unterhalten. Wollen wir zuerst unseren Zauber durchführen? Gegenseitig? Warum nicht? Hier im Garten. Ich würde vorschlagen, draußen. Da ist man ungestörter. Ja, der Garten ist draußen. Ja. Ich gehe mal vor. Zur Tür hinaus. Ich folge. Okay, dann steht ihr wieder draußen. Es ist ziemlich dunkel mittlerweile. Die Lampen, Jungs, brennen natürlich immer noch. Immer noch ein paar Pferde, die da im Stall wiehern. Und ihr könnt sehen, wie Trondvik wohl wieder nach draußen gegangen ist, um da mit seinen Pflanzen zu sprechen. Und geht da herum. Und auch wenn es tief in der Nacht ist, wässert er sie wohl gerade.
Ihr möchtet jetzt gegenseitig welchen Kantos auf euch wirken? Attributo. Welches Attribut denn? Attributo, der Zauber. Charisma oder? Charisma, genau. Bei mir und bei Isaron? Ja, keine beide. Ahnung. Also wir machen jetzt zweimal Charisma. Ich lasse mir Zeit dabei. Dann brauche ich bitte einmal den Attributo auf Gareti oder Horati und einmal auf Prosperano. Auf Gareti. Attribut, ich streiche erstmal über das Gesicht. Attributo. Charisma. Es reimt sich nicht. Es gibt leider keine Reime. Doch. Das heißt, Charisma-Persönlichkeit hochgeachtet weit und breit. Danke, Ömer. Ömer hat halt ein paar Lehrstunden gehabt. Empathie und sechster Sinn, Ahnung schon von Anbeginn. Für die Intuition, Fingerspiel und schnelle Hand, größte Kunst im ganzen Land. Gewandtheit und Geschicklichkeit, Anmut, Grazie, Sicherheit. Klugheit, Wissen, Intellekt, Geist, Verstand, seid nun erweckt. Muskelstärke, Körperkraft, mächtiger Leib, der neu schafft. Ja, während der Abel mir so schön vor sich hinreimt, sagt Isarun Vis extoleatur. Spricht den Kantus. Zehn und 15, dann habt ihr wie viel Charisma dazu bekommen? Drittel. Ein Drittel, genau, aber maximal halt den ZFW-Wert. Ein Drittel für eine Stunde. Also drei Charisma-Punkte für eine Stunde. Genau, jeweils 10 bleiben übrig, 10 Drittel sind 3. Dann ist euer Charisma jetzt wo? Bei Isarun 15 und bei Abelmir 18. Acht. Autsch. Das ist schon mal ganz schön krass. Ja, und nachdem wir uns schön gestärkt haben, schreiten wir natürlich wieder in die gute Stube der alten Residenz. Und schauen uns nach möglichen Opfern um. Opfern. Jetzt fehlt nur noch Kiaras. Kiaras kann sicherlich auch noch irgendwie was mit dem Attribut machen, oder? Oder? Geht das? Mirakel oder sowas? Charisma ist Mirakel plus Talent für Rayanis. Ja, aber dass das irgendwas, dass das abgeben kann. Naja, geht nicht. Ich könnte ihm Harmoniesegen geben. Ah, gut. Also, ihr möchtet wohin? Zu Storko oder wollt ihr zu Rohaya? Ich geh zu Rohaya. Du gehst zu Rohaya? Klar. Gut. Ja, wir gehen zu Rohaya. Dann steht vor Rohaya immer noch der gleiche elegante almadanische Caballero mit dem dunklen glänzenden Pferdeschwanz, einem Oberlippenbart und einer ausgeprägten Nase. Um die 30 Jahre würdet ihr sagen, Anfang 30, vielleicht Ende 20. Eslamidische Farben, blau, rot und silber. Und an seiner Seite einen Gürtel mit Rubinen, ein schmucker almadanischer Reitersäbel. Er verbeugt sich dann kurz vor euch. Buenas tardes, me alegro de verte aquí, mis amigos. Ihr seid die Drachentöter. Sie? Ich bin einer der Drachentöter zumindest, ja. Aha, man hört so einiges über euch. Na, ich darf mich vorstellen, Don Eslam von Eslams Bad, Graf zu Yakirtal. Und dies ist meine teure, hochgeschätzte Prinzregentin Rohaya. Rohaya von Gareth. Eure Majestät, Don Eslam. Anders von Lurin, ja, ich den nächsten Film von euch. Ja, tut er das. Seid ihr hier, um mit mir zu sprechen? Verzeiht mir, ich wollte nicht stören, nur die Prinzregente vorstellen, ne? Oh, dafür habt ihr unseren äußersten Dank. Tatsächlich wollten wir mit der Prinzregentin kurz ein Wort reden, wenn wir euch nicht stören. Er tritt einen halben Schritt zur Seite und dreht sich dann so in eure Richtung. Er bleibt also bei ihr stehen. Geht also nicht weg von ihr. Was auch etiketttechnisch eine Botschaft signalisieren sollte. Ich gebe ihm ein charmantes Lächeln. Also, ja, wie kann ich euch... Guten Abend, wie kann ich euch helfen? Ich habe auch schon ein paar Geschichten von euch gehört. Hey.
gut. Das freut doch zu hören. Nun, zuallererst wäre es wohl nur höflich, mein Beileid darüber zu bekunden, euch bislang noch nicht in der Turnierarena gesehen zu haben. Ihr sollt ja ebenfalls eine gute Ritterin sein. Ich übe noch, aber... Ja, ich habe meine Mutter gefragt und sie erlaubt es mir nicht. Und dann bin ich natürlich nicht so ungesund, ungestüm, wie sie sagt, oder gar tollkühn. So etwas würde ich ja nie tun. Es ist sehr schade. Ihr hättet sicherlich dem Schwarzen Ritter ordentlich eingeschenkt, sagen wir es mal so. Dem Schwarzen Ritter? Ja, weiß ich nicht genau. Aber erzählt mir doch etwas von euren Ruhmestaten. Wie groß war denn der Drache? Der Drache war... Er fühlte sich so groß an wie ein Immanfeld, aber man sagt mir hinterher, dass er wohl auch eine gute Schwanzlinge kleiner gewesen sei. Und Zähne hatte er, die hättet ihr sehen müssen. In zwei Reihen. Scharf und lang wie Dolche. Habt ihr denn einen Zahn herausgebrochen? Leider nicht. Die werten Magister hielten es für unweise, Teile einer solch ungestalten Kreatur ins zwölfgöttliche Lande mitzunehmen. Da wäre ich schon gerne dabei gewesen. Eines Tages werdet ihr das hoffentlich auch. Oh, es gibt noch viele Drachen, die nur darauf warten. Vor allem einer, der meiner Mutter Sorge bereitet. Aber das ist kein Geheimnis. Macht euch keine Sorgen. Wie ich höre, wird auch Rassasaur eines Tages sein Ende erreichen. Ihr solltet den Namen vielleicht nicht aussprechen. Ich weiß nicht, ob es gesund ist. Verzeiht. Zumindest. Er ist keiner der Erzfeinde. Und doch, natürlich, auch seinen Namen sollte man nicht aussprechen. Wer weiß, was für Kraft sie daraus ziehen. Meine Mutter hat ihn offen herausgefordert auf dem Feld und er flog über sie und verfluchte sie und seitdem kann sie nicht mehr schlafen. Deswegen sollte man solche Namen nicht aussprechen. Sie könnten antworten. Nun, der Feind ist bekannt dafür, feige zu sein und sich nicht zu stellen. Doch das werden wir bald beenden. Wie immer mir sagt, er ließ der Markwart der Drachensteine durchblicken, dass es vielleicht ein Mittel gäbe. Ein Mittel? Aber sagt mir, seit die Bandstrahler gegen Rassasaur geritten sind, ihr seid ja auch ein Bandstrahler, oder? Ich habe gehört, dass seitdem der Hochmeister gefressen wurde und der Neue noch fanatischer ist. Das müsste jetzt der Großinquisitor Aferian sein, oder? In der Tat. Er hat sich sehr zu Herzen genommen. Und zum einen natürlich die Plage von Bailung, als auch ganz Torurien, endlich ausgemerzt zu sehen. Ich denke, wir täten alle gut daran, seinem Beispiel ein kleines Stück weit zu folgen. Für Krone und Königreich. Krone und Königreich. Und die Götter natürlich. Wenn ich mich nicht irre, haben wir tatsächlich einst die Bestie erblickt. Ja. Oh ja. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte jemand anderes sein. Dann könnte ich auf Abenteuer ausziehen und niemand würde mich hier an Gareth fesseln. Ich wünschte, ich wäre eine verschrumpelte alte Vettel, dann würde mich zumindest niemand mehr wegen meiner Jugend abkanzeln. Keine Sorge, eure Zeit wird kommen und eure Abenteuer werden glorreicher sein als die unseren. Der Herr Praios hat euch für stark genug befunden, um dieses Reich zu leiten. Ich fürchte, das ist, wie wir alle, eine Bürde, die ihr tragen müsst. Ich versuche es zumindest so gut wie möglich und werde von meiner Mutter ausgebildet. Schmerzt natürlich bitterlich, dass mein Vater nicht mehr an meiner Seite weilt, aber meine Mutter versucht so gut es geht, mir Ehre, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu vermitteln. Was die Ehre angeht, folgt eurem Herzen. Es soll euch weiterbringen als viele Lehrmeister.